Heute wird es gruselig und schaurig. So viel kann ich euch schon mal verraten, denn GTA San Andreas bietet jede Menge Mythen und Theorien. Möchtest du mehr darüber erfahren, dann bleib einfach dran und genieße die heutige Gruselfolge. Yo Leute, hier ist euer Bashix und willkommen zu einem weiteren Top 5 Video. Wie ihr schon gehört habt, geht es heute um meine Top 5 Mythen in GTA San Andreas. Der Vorschlag kommt vom Nutzer Zockstube. Er hat folgenden Kommentar geschrieben. Sehr geiles Video wieder mal. Kannst du auch mal bitte die 5 besten Mythen in GTA San Andreas machen? Ich muss schon sagen, Leute, ihr habt klasse Vorschläge und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr so coole Einfälle für das wöchentliche Video habt. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. Falls ihr eine Zusammenfassung aller unbekannten und bekannten Mythen und Theorien rund um GTA San Andreas sehen wollt, so klickt doch jetzt oben auf den angezeigten Link. Hier habe ich in einem Eisberg-Video alle Mythen abgehandelt und es würde mich sehr freuen, wenn du es dir ansiehst. Falls dein Vorschlag im nächsten Video landen soll, dann schreib mir doch dein Wunschthema in die Kommentare. Nun legen wir aber los mit dem heutigen Thema und meinen Top 5 Mythen in GTA San Andreas. Viel Spaß! Nummer 5. Bigfoot. Es ist der wohl bekannteste Mythos in GTA San Andreas. Die Rede ist von Bigfoot, ein Ungeheuer, das in den Wäldern von San Andreas gesichtet wurde und dort rumstreifen soll. Interessant an diesem Mythos ist, dass der Kartenausschnitt rund um Back O' Beyond wie ein riesiger Fußabdruck des Monsters aussehen soll und in der Spielanleitung sogar Bigfoot gedankt wurde. Rockstar hat dieser Mythos auch gefallen, weshalb sie Bigfoot als Fake-Variante in GTA 5 implementiert haben. In GTA San Andreas allerdings ist dieser Mythos aber nicht wahr, dennoch aber sehr cool. Nummer 4. Leatherface. In der Nähe der Fisher's Lagoon ist ein rostiger alter Rollstuhl vorzufinden. Keiner weiß, warum er dort steht. Spieler gehen aber davon aus, dass dies eine Anspielung auf Leatherface ist, denn so ein Stuhl kam auch in dem Film vor. Ist Leatherface also tatsächlich in GTA San Andreas enthalten? Leider nicht, aber dennoch eine coole Theorie und Anspielung. Weiter geht's. Nummer 3. Samara. Wir alle kennen sie. Die Rede ist natürlich von Samara aus dem Film The Ring, die aus einem Brunnen aufsteigt und aus dem Fernseher gekrochen kommt. Und Leute, wir hatten doch alle als Kitty irgendwann mal einen Albtraum von ihr. Viele vermuten, dass auch ein Brunnen in Montgomery eine Anspielung an den Film sein soll. Dieser leuchtet grün und ist halb geöffnet. Steigt Samara aus dem Brunnen, um die Dorfbewohner anzugreifen? Wohl eher nicht, aber trotzdem ist der Grund von dem Brunnen und sein Leuchten bis heute nicht wirklich geklärt. Nummer 2. Aliens und UFOs. In der Bar Lil Probe Inn in Las Venturas sehen wir an den Wänden Bilder von angeblichen UFO-Sichtungen und es bringt uns diese Verschwörungstheorie ein Stück weit näher. In einem Nebenraum sehen wir auch eine Karte von GTA San Andreas mit kleinen UFO-Stickern, wo UFOs anscheinend gesichtet wurden. Geht man zu diesen Punkten, so sieht man, genau, nichts. Aber ich finde es klasse, wie viele kleine Dinge Rockstar hier eingebaut hat. Nun aber zur Nummer 1 des heutigen Rankings. Nummer 1. Alcatraz. Ein Mythos, der eigentlich überhaupt keiner ist. Und den Hinweis darauf finden wir ebenfalls in der Bar Lil Probe Inn. Denn in der älteren Version von GTA San Andreas haben wir hier eine Karte abgebildet von der Beta-Version des Spiels. Und wir sehen da eine kleine Insel bei San Fierro. Es war einmal tatsächlich so, dass hier Alcatraz mitten auf dem Meer war und man hätte bestimmt auch wirklich geile Missionen hier machen können, wie eine Flucht oder sowas ähnliches. Leider wurde dies für die Vollversion wieder verworfen, aber hey Leute, Alcatraz in GTA San Andreas, Mann, wäre das ein Highlight gewesen. Was sind denn eigentlich eure Top-Mythen? Schreibt es mir doch einmal in die Kommentare. Vergesst dabei auf jeden Fall nicht, den Vorschlag für das nächste Video zu bringen. Ich freue mich auf euer Thema und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin macht's gut, haut rein,
euer Bashix.